dass es überhaupt kein neues Arkham-Game von Rocksteady Games mehr gibt. Ja, wenn man sich dann mal versucht, in diese Leute hineinzuversetzen, da muss man schon einen gewissen Hang haben, dann zu sagen, ja, ich mache jetzt für diese Leute ein Spiel mit Herzblut, ja, die mich davor so fertig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das in der Community betrachtet und auf einer menschlichen Ebene betrachtet, sei es von Presse oder von Spielerschaft, eine gute Art ist, miteinander umzugehen. Zeit für ein Review, Leute. Hallo alle miteinander, ich grüße euch ganz herzlich zu einem ersten Review über Suicide Squad Kill the Justice League. Zusammengerechnet mit dem Alpha-Test habe ich über 30 Stunden momentan im Spiel und damit auf jeden Fall fast dreimal so viel gespielt wie wahrscheinlich 90% der Redakteure, die das Spiel momentan bewertet haben. Und ja, zu Beginn müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen. Zum Stand dieses Reviews hier von mir am 7.2.2024 haben wir auf Metacritic einen Metascore von 60, was die Presse hergibt. Und das ist natürlich erschreckend. Denn wenn wir mal andere Spiele zumindest mal mit repetitiven Faktoren entgegensetzen, haben wir zum Beispiel ein Endless Dungeon, was erschienen ist, was ich auch gezockt habe, hat einen Metascore von 75, ist im grünen Bereich, beim User-Score mit 7,4 im Kontrast zum User-Score mit 3,8 bei Suicide Squad. Dann gehen wir auch mal zu einem Spiel wie Helldivers, wo ja der zweite Teil jetzt auch bald erscheint. Auch sehr viele repetitive Elemente drin, Matchmaking-System und so weiter. Helldivers hat damals einen Metascore von 81 bekommen und einen User-Score von 8,0. Und dann gucken wir doch mal weiter, wie sieht es denn aus, ein Diablo 4 letztes Jahr mit ähnlicher Monetarisierung und natürlich ebenfalls sehr vielen repetitiven Elementen, der Grind, der Loot, ne, die Jagd im Endgame, die wir alle kennen oder zumindest auf diesem Channel eigentlich ziemlich lieben, hat im Diablo 4 einen Metascore von 86 grün bekommen, einen User-Score von 2,2. Also hier sind wiederum ganz andere Verhältnisse zu betrachten. Allerdings auch ein Diablo Immortal hat immerhin beim Metascore 67 Punkte verdient, beim User-Score 0,5. Aber immerhin beim Metascore, also von der Presse mit 67 anstatt mit 60 bewertet, wie bei Suicide Squad Kill the Justice League. Das heißt, eigentlich das, was die Presse von Diablo Immortal hielt, ist im Schnitt sogar noch besser als das, was sie von Suicide Squad Kill the Justice League hält. Aber gehen wir vielleicht mal von dem Thema kurz weg und widmen uns der großen Geschichte in diesem Game, nämlich die Story. Und um die geht es, denke ich mal, hauptsächlich, was die Reviews momentan angeht. Und hier scheiden sich letztendlich auch die Geister. Normalerweise würde ich jetzt zu dieser Story einfach mal sagen, das wäre mein vorerst Fazit dazu. Es gibt viele Zwischensequenzen im Game, manchen vielleicht auch zu viel für einen Loot-Shooter. Die sind toll vertont, unterhaltsam inszeniert, aufwendig produziert und meistens eigentlich auch ziemlich lustig geschrieben. Also ich zumindest hatte mit dem Humor doch hier und da einen Lacher während des Gameplays. Klar, es sind kleine Logikfehler drin, die sind mir auch aufgefallen. Harley wundert sich zum Beispiel über Deadshots Platzangst auch später nochmal, obwohl eigentlich davor schon mal offensichtlich war, dass er Platzangst hat. Mir hat weniger natürlich auch gefallen der Kampf gegen Green Lantern zum Beispiel oder gegen Superman. Ohne große Vorarbeit, finde ich, sind diese Kämpfe ja, in Erscheinung getreten. Man hatte nicht viele Dialoge davor mit diesen Feinden, sage ich es jetzt mal so. Es gab wenig Drama, es gab wenig bedeutsame Nachwirkungen, die man gespürt hat nach diesen Kämpfen. Ich finde, wenn man gegen Flash kämpft, ist es noch am besten inszeniert worden und der Kampf mit einem Spannungsbogen am besten vorbereitet worden. Einfach, dass man hier eine gewisse emotionale Phase hat, wenn man den Flash bekämpft, anstatt bei den anderen Helden, die so irgendwie als Beiwerk hinzukommen und schon quasi das Gefühl erzeugen, dass man sie abarbeitet. Dann kann ich natürlich auch sagen, wenn wir gerade über diese Bosskämpfe sprechen, dass mir ja zwei Stück davon eher gut gefallen haben. Die anderen beiden Kämpfe, wo ich jetzt nicht genauer drauf eingehen möchte, weil ich keine Spoiler verteilen will und so weiter, die haben mir eher nicht so gut gefallen. Und natürlich, ich kann auch einige Leute verstehen, die sich beim Anblick ja dieser Abläufe von diesen Kämpfen und das Ende von diesen Kämpfen, dass die da sich manchmal ein bisschen getriggert oder gestört fühlen, kann ich verstehen. Allerdings
kann ich es jetzt nicht so verstehen und das ist jetzt mal ein bisschen, wie soll ich sagen, hart ausgedrückt. Ich habe manchmal so den Eindruck, als hätte man den Leuten gerade das Koks weggeschnüffelt. Ja, so den Eindruck bekomme ich, wie allergisch und überreizt und überdreht Leute darauf reagieren, was innerhalb von dieser Story passiert. Also als ob man ihnen das weggenommen hat, was ihr Lebensinhalt war. Und vielleicht ist das auch ein zeitliches Phänomen, dass Leute so dermaßen mit ihrem Leben fertig sind, dass sie diese Bindung an solche Helden brauchen, dass sie sich dermaßen tot aufregen an solchen Sachen, die da jetzt passiert sind in diesem Game. Wer hier ein bisschen Abstand zu der Sache hat und auch seine emotionale Bindung etwas im Zaum halten kann, das Spiel einfach dafür nimmt, was es ist. Es ist ein Suicide Squad Game, eine Suicide Squad Story. Der Titel sagt es schon gewissermaßen. Wie das gehandelt wurde, kann man sich drüber streiten. Da gehen die Geschmäcker auseinander. Manche mögen das nicht so sehr, was da vielleicht passiert in diesem Game storytechnisch. Aber ich finde noch nicht, dass das unbedingt ein Grund ist, derartig durchzudrehen und dermaßen überreizt und letztendlich auch ein bisschen beeinflusst, zum Beispiel auch in Reviews reinzugehen und auch dieses Game extrem mit der Arkham-Reihe zu vergleichen und Rocksteady quasi daran zu messen, was sie mit einem Singleplayer-Game gemacht haben, im Gegensatz dazu, was sie mit einem Multiplayer-Live-Service-Game Loot-Shooter gemacht haben. Das sind entwicklungsmäßig betrachtet zwei Paar Schuhe. Sie wollten auf unterschiedliche Dinge hinaus, auch auf eine unterschiedliche Zielgruppe hinaus, was man hier eigentlich auch bedenken muss. Also ich glaube, der große Irrtum oder ein großer Knackpunkt liegt daran, dass die Leute sagen, das Spiel kommt von diesem Studio und die meinen, dass dieses Studio auch permanent dieselbe Zielgruppe ansprechen möchte, wobei Suicide Squad Killer Justice League sich an Loot-Shooter-Spieler richtet, die repetitive Elemente mögen, an Spieler richtet, die mit Live-Service-Games klarkommen und damit kein Problem haben, das sogar genießen, weil das Spiel nicht irgendwann warm aufhört, sondern weil Seasons dabei sind, wo die Story noch weitergeht und weiterentwickelt wird mit mehreren Zusätzen, die dazukommen. Häufig sieht man das ja zum Beispiel, dass bei Singleplayer-Games dann doch die Leute, die dieses Singleplayer-Game genossen haben, dann doch in der Kommentarspalte sagen, mach doch mal ein Update, bring doch noch dies, bring doch noch das, mach doch noch das dazu, neues Game Plus und so weiter. Also Leute wollen tendenziell bei guten Games eine Erweiterung. Nur jetzt hier in dem Fall sehen wir alleine durch die Konstruktion, dass dieses Spiel permanent Erweiterung bringen möchte, möchte man ja auch das Grundspiel schon gar nicht mehr haben. Einfach aus einer grundlegenden Ablehnungshaltung heraus. Das kann bei manchen durchaus fundiert sein und durchaus gerechtfertigt sein. Jedes Spiel muss nicht jedem gefallen. Es muss auch nicht jedes Spiel eine 0 sein oder eine 10 sein. Es kann auch mal ein Spiel einfach in der Mitte sein und okay sein für manche. Aber in der heutigen Zeit haben wir das Gefühl, und damit bin ich nicht alleine, ich blicke da einfach auf Wukongs Kommentar in letzter Zeit mal zurück. Jeder darf in dieser Zeit eigentlich alles sein, tun und lassen, was er möchte. Aber hier in diesem Bezug darf einfach ein Game nicht so sein, wie es möchte. Oder vielleicht auch mal anders sein. Auch mal einen anderen Ansatz verfolgen. Und das ist, glaube ich, auch noch eine Sache, die mir hier sehr, sehr merkwürdig vorkommt bei diesem Game. Suicide Squad Kill Justice League leidet darunter, beziehungsweise Rocksteady Games leidet jetzt darunter, denn diese Leute haben das Spiel ja einige Jahre durchaus produziert und werden jetzt hier kriegen Schellen ohne Ende. Ja? Diese Leute haben ein Risiko in Kauf genommen. Sie haben gesagt, wir erzählen so eine Geschichte mit so einem Game und es erfordert Mut, so etwas zu tun, etwas ganz anderes zu probieren, was die Story hergibt. Das hat jetzt nicht funktioniert. Und das ist ein Risiko, was Unternehmer, selbstständige Leute und Leute, die ein Produkt erschaffen allgemein, hin und wieder durchaus auf sich nehmen. Sie riskieren etwas und hoffen darauf, dass es gut ankommt. In diesem Fall war es das Pech, dass es leider nicht gut angekommen ist. Und hier möchte ich mal auch was mit reinwerfen, was momentan zirkuliert, zumindest unter den Leuten, die das Spiel gerne haben, dass nämlich es Hinweise gibt während der Story, dass man die Justice League, die man bekämpft hat in der Story, vielleicht gar nicht die echte Justice League ist. Und wer jetzt an den Live-Service-Aspekt denkt und daran denkt, dass das Spiel jetzt schon 4 Seasons geplant hat für über ein Jahr Content, dass es möglich sein könnte, dass sich herausstellt, dass vielleicht die Justice League ja gar nicht so wirklich bekämpft wurde, die echte zumindest, und dass sich hier vielleicht noch die Story entwickelt. Wir sehen allerdings,
Die Zeit und die Leute und viele Menschen, wie sie sind, haben jetzt schon ein Urteil darüber gesprochen. Die Presse hat nach 10-12 Stunden Story-Durchspielen schon ein Urteil gesprochen. Man hat sich nicht die Zeit gelassen, zumindest häufig habe ich es gesehen, dass nicht erstmal ein Review gemacht wurde mit Vorbehalt, weil das ist ein Loot-Shooter-Genre und hier muss man erstmal das Endgame bewerten, so wie man eine Nachwertung macht, zum Beispiel bei einem Diablo 4, weil man weiß, dass viel aufs Endgame ankommt, weil das Spiel grindy ist, weil das Spiel repetitiv ist. Hier hat man bei diesem Spiel einen Ansatz gemacht wie bei einem Singleplayer-Game, das nach 10 bis 20 Stunden irgendwann zu Ende ist. Und so wurde das Spiel meiner Empfindung nach auch durchweg durch die Presselandschaft bewertet, wo ich finde aber, dass ein falscher Maßstab angesetzt wird und angelegt wird, was ich auch in Bezug auf die Metacritic-Bewertungen von anderen Spielen zum Anfang dieses Videos erwähnt habe. Natürlich, denke ich, spielen auch hier Dinge mit rein, wie auch selbst Redakteure natürlich von Werbung beeinflusst werden, wie sie auch von der Beziehung zu den Entwicklern, Publishern auch mit beeinflusst werden. Denn manchmal sieht man bei eben unterschiedlichen Games und unterschiedlichen Reviews, dass bei manchen die repetitiven Elemente völlig in Ordnung sind, weil man sie bei diesem Genre oder bei diesem Titel oder bei dieser Franchise einfach erwartet und dann plötzlich gar kein Problem mit repetitiven Elementen hat, die man dann aber bei diesem Spiel jetzt hier kritisiert. Und daran sieht man natürlich ganz genau, dass manchmal mit zweierlei Maß gemessen wird. Das sind auch nur Menschen, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache hier bei meinem Review mit Sicherheit auch nicht alles richtig, das möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur betonen, dass man hier durchaus in der Review-Landschaft auch sehr starke Divergenzen sieht, einfach zwischen den Meinungen und Bewertungskriterien, die an dieses Game angelegt worden sind und die meiner Meinung nach meistens nicht einem Game, das zum Loot-Shooter-Genre gehört, passen. Und dass die Story vielleicht noch gar nicht zu Ende durchgekaut ist, das zeigen oder lassen auch Leaks vermuten, wo nämlich Batman noch Teilen hat, die er spricht. Also es ist noch was vertont, ja, von Kevin Conroy, der noch was zum Besten gibt im Laufe des Storyverlaufs von Suicide Squad Kill Justice League. Aber man sieht einfach auch durch den Druck, den die Presse vielleicht hatte, erster zu sein oder schnell ein Review anzufertigen, was man jetzt wieder Warner Brothers Games anlasten kann, weil die keine Review-Codes rausgegeben haben. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte dazu. Man hat diesem Spiel schon negativen Stempel aufgedrückt. Das sieht man auch beweisend in vielen Fazits von verschiedenen Redakteuren, die gesagt haben, man konnte es schon vorab erkennen. Es hat sich schon vorab angedeutet, dass Suicide Squad Kill the Justice League dies und das ist. Also auf jeden Fall nichts Positives. Also die Stimmung in der Review-Landschaft oder von den Reviewern war komplett schon Richtung eher, gefällt mir nicht und gefällt allen sowieso nicht, also warum sollte es mir dann gefallen? Und das meine ich damit, dass man schon mit einer Negativhaltung rangeht an der Sache und dann einfach sich nur noch bestätigt fühlt von dem, was man sowieso schon als inneres Bauchgefühl hat. Und weil ich jetzt nicht nur darauf rumreiten will, was andere gesagt haben und wie die das gesagt haben und dass ich finde, dass sie das vielleicht nicht ganz so objektiv oder neutral oder ausgewogen berichtet haben, möchte ich einfach mal auf ein paar Punkte zu sprechen kommen, wo ich finde, dass sie teilweise einfach völlig unter den Tisch gefallen sind bei diesem Spiel, die gar nicht in Bewertungskriterien teilweise einbezogen worden sind, die aber eigentlich doch gar nicht schlecht sind bei dem Game. Wir haben zum Beispiel zum Release schon mit dabei Loadouts, die ihr abspeichern könnt für eure Charaktere. Da könnt ihr auch den geskillten Talentbaum mit abspeichern und die Cosmetics, die ihr angelegt habt, auch mit abspeichern und jederzeit das eine Loadout laden oder das andere Loadout wieder laden, je nachdem, welchen Spielstil ihr gerade ausprobieren möchtet oder welchen Build ihr spielen möchtet. Viele Spiele von diesem Genre hatten so ein Feature zu Release nicht dabei. Das kam erst viel später dazu. Bei manchen ist es bis heute nicht dazu gekommen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man positiv hervorheben könnte. Ebenfalls hat es mich ein bisschen verwirrt, dass man es gar nicht positiv hervorgehoben hat, dass das Spiel bereits zu Release eine Season hat, also die Season 0 mit dem Bane-Set und den Endgame-Inhalten, die sind vorhanden. Es existiert bereits ein Endgame für das Spiel, was auch nicht unbedingt so selbstverständlich ist, was bei manchen Live-Service-Games erst ein oder zwei Wochen nach Release mit reingenommen wird, denn ansonsten erstmal die Story vorgesetzt und dann so ein
ja, Sammelbecken quasi für die Spieler erstellt wird, wo sie sich noch durchballern können und dann aber sagen, ja, wo bleibt denn jetzt der neue Content? Hatten wir bei vielen Loot-Shooter-Spielen und das ist jetzt hier nicht der Fall. Es gibt ein Endgame-System, es gibt ein Master-Level-System, wo ihr weiter aufsteigen könnt. Drei unterschiedliche Rüstungssets, die ihr farmen könnt, viele berüchtigte Waffen, die ihr farmen könnt, wo ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten habt, Symbiosen herzustellen, Builds zu basteln für alle vier verschiedenen Helden und hier wirklich bei den Bonuseffekten, wenn man genauer sich den Loot auch anschaut, richtig coole Möglichkeiten bestehen, richtig starke Möglichkeiten bestehen, einen knackigen Build zu basteln. Da bin ich jetzt auch gerade erst am Anfang, aber ich sehe bereits die Effekte und ich sehe bereits, was da möglich ist. Und das sind schon Inhalte, die existieren, die allerdings, finde ich, keine positive Beachtung gefunden haben bisher. Ebenfalls wenig positiv hervorgehoben wird das Clan-Feature und das Social-Squad-Feature. Ihr könnt selbst als Bots dabei sein bei einem Freund oder bei einem anderen Spieler. Der kann euren Charakter als Bot mitnehmen, ihr profitiert sogar davon. Ja? Oder ihr könnt, wenn ihr einen Feind oder einen Freund überholt, im Clan zum Beispiel besser seid als ihr in einer Mission, könnt ihr eine Provokation senden, die der Freund bekommt, wenn er sich wieder ins Spiel einloggt. So entsteht so eine kleine spaßige Rangelei zwischen den Clanmitgliedern und den Freunden und man hat eine Motivation, vielleicht das nächste Mal genau diese Mission besser abzuschließen als der andere, der einen gerade überboten hat. Und so ein Austausch zwischen den Spielern, also soziale Features, die hier drin sind, die man vielleicht auch erwarten würde bei einem Online-Spiel mit Multiplayer-Modus, so etwas habe ich bisher selten gesehen in diesem Genre und ich finde, das gehört doch auch positiv hervorgehoben, weil es einfach eine lustige Art und Weise ist, auch eine motivierende Art und Weise sein kann, sich mit anderen Spielern zu messen, dass Ranglisten bereits zu Release mit an Bord sind und man kann sich sogar an diesen Builds von den Leuten orientieren. Man kann deren Loadout angucken, man kann schauen, wie sie ihren Charakter gebastelt haben und sich so Inspiration holen oder auch Motivation holen, welchen Loot man jagen sollte, was man daraus machen kann. Und man kann sogar diese Top-Spieler, wie ich in einem Video gezeigt habe, als Bots mitnehmen in sein eigenes Game. Und das sind doch einfach coole Features, die ich in den Reviews bisher kaum gesehen habe. Entweder habe ich es übersehen oder sie sind nicht erwähnt worden. Finde ich, sie sind positive Aspekte und auch dieser ist kaum irgendwo dabei. Wie sieht es dann mit der Vertonung aus? Auch wenn man die Story nicht mag, muss man sagen, die Qualität ist gut und es gibt eine deutschsprachige Vertonung, nicht nur deutsche Texte. Manche Spiele werden dann bewertet und werden auch als ja okay durchgehen oder sogar als sehr gut durchgehen, die zwar auch eine Story haben mit vertonten Dialogen, die sind allerdings nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, aber hier kann man doch auch qualitativ noch ein kleines Plus geben, aber mir sieht es so aus, als ob man das von diesem Game oder von diesem Studio einfach erwartet und als neutral gegeben hinnimmt. Ich finde, es ist ein Plus, wenn ein Spiel deutsche Synchro mitbringt und hier einfach ein besseres Story-Erlebnis bietet, was die Atmosphäre und die Immersion angeht. Und um einfach nochmal ganz kurz auf die Endgame-Inhalte zurückzukommen, die heißen Finale Krise in diesem Spiel zu Release und ihr bekommt hier fürs Endgame neue Unterstützungsmissionen für eure Charaktere, die ihr in der Basis dabei habt, um deren Funktionen zu erweitern und hier weitere Verbesserungen freischalten zu können. Es gibt einen Modus, der nennt sich Tötungszeit. Ihr müsst dann durchhalten gegen die Feinde von Brainiac möglichst lang. Es gibt in Metropolis in der Open World Invasionsstufen, die dann kommen und auch besseren Loot versprechen. Fürs Endgame und die einzelnen Endgame-Missionen gibt es Mutatoren, also um die Endgame-Missionen nochmal abwechslungsreicher zu gestalten, die Feinde ein bisschen anzupassen oder abwechslungsreicher zu gestalten. Auch das Wetter kann hier negativ mit reinspielen. Dann gibt es Eindringungsmissionen, die ihr machen könnt. Es gibt dann die Niedertracht-Sets, also drei Stück an der Zahl und nicht nur eine Steigerung von einem Set, dass einfach dieser Set-Effekt ständig stärker wird, sondern es sind bei jedem Set jeweils drei Boni, die ihr komplettieren könnt und bei jedem Set sind quasi drei andere Boni dabei. Das heißt, ihr habt insgesamt
9 Bonuseffekte, die hier mit am Start sind. Und ihr könnt ja sogar 2 Sets gleichzeitig ausrüsten. Plus die berüchtigten Gegenstände, die ebenfalls nochmal individuelle Effekte mitbringen. Und in Kombination mit den Niedertracht-Sets auch noch Synergien freischalten können, wenn man die richtige Kombination findet, was ein Überraschungseffekt ist. Und ihr habt die Meisterschaftsstufen, die ihr durch diese Mission auch weiter freischalten könnt, also Progress machen könnt. Dann natürlich auch noch die Squad-Skills, denn wenn ihr Level 30 erreicht habt mit eurem ersten Charakter, schaltet ihr die Squad-Skills frei. Und das ist eigentlich ein unendliches System, wo ihr immer wieder Progress macht und einen Punkt bekommt, den ihr in bestimmte Perks verteilen könnt, um euer Team als Gesamtes besser zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass ihr auch eure anderen 3 Helden auch selbst auf Level 30 leveln könnt. Und ich finde, dass diese Liste, die ich gerade aufgezählt habe, durchaus beachtlich ist für den Stand eines Releases. Ja, was danach noch kommt, werden wir sehen. Aber zumindest zum Release ist dieser Endgame-Inhalt doch durchaus fein. Was ebenfalls überhaupt nicht positiv bewertet wird, oder zumindest habe ich es nicht gesehen, ist die Bewertung, wie Rocksteady es handelt, was den Battle Pass angeht. Jeder, der einfach das Spiel kauft und kein Geld mehr ausgeben möchte, muss es nicht tun, wie zum Beispiel bei einem Diablo Immortal. Wenn man die Top-Spieler will, dann ist man vielleicht eher geneigt, doch ein paar Euros auszugeben im Shop. Und jeder, der das Spiel zumindest zu Release gespielt hat, wie ich, der weiß das. Wenn man zu den Top of the Top gehören möchte, wird es sehr schwer, das alleine durch den normalen kostenlosen Progress zu machen. Ich weiß nicht, wie sie es mittlerweile entwickelt hat. Da der Shop aber und der Battle Pass nur aus kosmetischen Items besteht, besteht eigentlich auch nicht der Zwang oder der unglaubliche Reiz, hier die ganze Zeit Geld auszugeben. Ich möchte den Shop und diese Funktionen nicht schönreden. Es wäre auch ohne gegangen. Man hätte auch die Seasons als DLC anbieten können und gut ist. Aber es ist, wie es ist. Und so nehmen wir das Teil jetzt halt. Dennoch möchte ich hier betonen, dass es einige Live-Service-Games gibt, die eben mit Fear on Missing Out spielen, also FOMO. Sie spielen mit den Seasons und sagen, die sind jetzt in dieser Laufzeit, funktionieren die, und wenn du das haben möchtest, dieses Item oder dieses Cosmetic, dann musst du das innerhalb dieser Season zocken, denn sonst hast du den Spaß verpasst. Bei diesem Spiel hier, Suicide Squad, habt ihr kein Fear of Missing Out, weil ihr jederzeit auch in 6 Monaten zur Season 1 zurückkehren könnt und selbst dort den kostenlosen Battle Pass freispielen könnt, als auch den Premium Battle Pass nachträglich holen könnt und den in aller Ruhe auf Maximum bringen könnt. Ihr habt also keinen Druck, ihr habt keinen Zwang, sage ich jetzt mal in der Art und Weise, es in einer zeitlich begrenzten Sache durchzuzocken, obwohl ihr eigentlich gar keine Lust habt oder gar nicht wollt oder was weiß ich. Das heißt wirklich, das Spiel gibt euch Freiheit. Es setzt euch hier nicht unter Druck, irgendwas schnell zu kaufen, oder wenn ihr es gar nicht kaufen wollt, müsst ihr nichts kaufen und ihr könnt einfach nur kostenlos die Season genießen, wann auch immer ihr wollt. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 könnt ihr machen, wann ihr lustig seid. Positive Anmerkung von den Reviews kaum gesehen. Dann gehe ich noch weiter zum Punkt Gameplay und den Mechaniken bzw. wie sich das Spiel zockt. Man hört häufig, dass die Charaktere sich alle irgendwie gleich spielen. Und wenn ich jetzt persönlich in eine Endgame-Mission gehe, mit hohem Schwierigkeitsgrad eingestellt, dann überlege ich mir ganz genau, ob ich jetzt einen Helden auswähle, den ich kaum gezockt habe bisher, oder ob ich lieber bei meinem King Shark bleibe, den ich jetzt schon lange zocke. Warum tue ich das? Weil es einen Grund hat. Weil sich die Helden halt doch irgendwie anders spielen und weil sie andere Stärken und andere Schwächen haben und man muss mit anderen Waffen auch an die Sache rangehen und dementsprechend auch andere Taktiken verfolgen, um möglichst effektiv zumindest mal auch bei Endgame-Missionen durchzukommen. Man kann nicht die ganze Zeit im Nahkampf rumhampeln, gleich auf gleiche Art und Weise wie King Shark. Das kann man als Boomerang zum Beispiel nicht machen, weil Boomerang sein Boomerang wirft und nicht mit Macheten auf die Feinde reinklatscht. Er kann vielmehr mit der Jonglierfähigkeit hantieren, der Boomerang, als King Shark. Das sind andere Stärken. Harley ist viel besser mit Granaten, als es ein Deadshot ist. Deadshot ist viel besser mit Scharfschützengewehren
als ein King Shark es sein kann, weil King Shark überhaupt keine Scharfschützengewehre benutzen kann und auch selbst dann nicht so hohe Boni bekommen kann auf Crits und auf Headshots. Es ist einfach so, und das abzusprechen, finde ich nicht besonders gut durchdacht oder zumindest nicht besonders intensiv gespielt. Des Weiteren möchte ich hinzufügen, dass wir bei ganz vielen Games in diesem Genre häufiger eigentlich sehen, dass sich die Charaktere folgendermaßen bewegen. Ihr habt einen Double Jump, ihr habt seitlich laufen, ihr habt Ausweichrollen und bei manchen habt ihr dann vielleicht noch so eine kurze Gleitfunktion oder eine mögliche Art, sich irgendwie noch ein bisschen anders zu bewegen. Was habt ihr hier? Ihr habt für jede einzelne Spielfigur andere Bewegungsmechaniken. Die bewegen sich anders durch diese Welt und ihr müsst diese Bewegung anders steuern, um effektiv killen zu können und um gute Performance abzuliefern im Game. Das heißt, ihr müsst euch damit erstmal beschäftigen und ihr müsst es rausfinden, wie sich diese Spielfigur gut bewegt. Harley mit ihrer Drohne und dem Enterhaken ist eine ganz andere Herausforderung zu steuern als Deadshot mit seinem Jetpack und der Möglichkeit in der Luft zu schweben und währenddessen die Feinde mit der Sniper Rifle abzuklatschen. Ja, das sind Sachen, die muss man sich erstmal aneignen und ich kann mich jetzt nicht an allzu viele Spiele erinnern, die ein dermaßen durchdachtes und vielfältiges Bewegungssystem haben, wie hier bei Suicide Squad Kill the Justice League. Wenn man Abwechslung möchte, wechselt man einfach den Charakter und muss ganz anders gucken, wie man vorwärts kommt oder die Hauswände hochklettert. Welche vielen anderen Spiele haben das in diesem Detailgrad, in dieser Tiefe? Also die möchte ich gerne genannt haben und dann wundert es mich halt auch einfach, dass das in diesen Reviews kaum Erwähnung findet, wie toll und detailliert und spaßig auch diese Fortbewegungsmechanik sein kann und wie wichtig sie auch ist, um im Gameplay und im Endgame eine gute Performance hinzulegen. Jetzt aber mal ein Schwenk zu den Negativpunkten, die auch ich zum Beispiel auf meiner Liste habe. Ich finde das User Interface ziemlich verkorkst. Das haben wir eigentlich häufiger bei verschiedenen Games, die vor allem auch auf Konsolen verfügbar sind. Ich als PC-Spieler habe einfach andere Zeiten im Kopf, wo ich weiß, dass man die User-Menüführung mit der Maus einfach anders gestalten kann, auch die Inventarverwaltung viel komfortabler machen kann, zumindest für Leute, die Maus und Tastatur benutzen. Und ich finde es schade, dass man hier halt immer weniger auch an die PC-Spieler denkt, dass man zumindest als Alternative hat, dass man dieses User-Interface für PC-Spieler anschalten könnte und so deutlich entspannteres Gemache hat einfach im Inventar, wenn man die Charaktere ausrüstet. Das würde so viel mehr Quality of Life bieten und ich finde es schade, dass es nicht dabei ist. Genauso eben auch um die Optionsmenüs und die Charaktermenüs und die ganze Verwaltung einfach vom Interface vorzunehmen. Das ist schade, dass es nicht für Maus und Tastatur ebenfalls eine Möglichkeit gibt, das separat so einzustellen und eben die Controllersteuerung und die Konsolenspieler ihre Konsolen und Controllersteuerung einfach so haben zu lassen. Die sind es gewohnt. Ich als PC-Spieler bin es nicht gewohnt und da könnte man definitiv noch was dran schrauben. Was mir jetzt nach relativ langem Spielen auch noch negativ aufgefallen ist, ist, dass es sich bestätigt hat, dass die Feindesvielfalt zumindest optisch sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Also ich hatte mir eigentlich nach dem Alpha-Test erhofft, dass ich im Laufe des Spielfortschritts weitere unterschiedliche Feinde vorgesetzt bekomme, die halt einfach auch mal anders aussehen und optimalerweise auch was anderes machen. Da fehlt es meiner Meinung nach sehr, sehr stark und ich hoffe, dass sie hier nachlegen und mehr Feindestypen, Feindesarten ins Spiel bringen, denn das vermisse ich hier wirklich. Das könnte das Spiel wirklich gut vertragen, damit man einfach auf lange Sicht auch mehr Abwechslung hat und nicht denkt, man macht hier immer nur gegen diese Klonarmee seine Kämpfe. Das ist für mich auch ein ganz deutlicher Negativpunkt, den ich anmerken möchte. Und für einen Loot-Shooter, der lange gespielt werden will, sollte eine üppige Feindesvielfalt vorhanden sein. Gerade in Bezug auf diesen Punkt, den ich gerade genannt habe, kann ich auch durchaus noch mal was für die Open World erwähnen, was mir hier eher weniger noch gefällt oder ich als verbesserungswürdig erachte. Wenn man direkt durch die Straßen geht, sieht man einfach, dass alles ziemlich leer ist. Ja, es ist eine Sache von einer Art, wie man diese Kritik jetzt anbringen will. Es wurde ja eingeleitet, dass die Welt halt schon überfallen worden ist und dass die Bürger alle
quasi transferiert wurden in diese seelenlosen, körperlosen Gestalten, gegen die man kämpft. Aber ja, das erklärt natürlich die leeren Straßen. Ja, da braucht man sich dann eigentlich nicht mehr drüber wundern. Aber wenn man jetzt mehr Feindesvielfalt reinbringen könnte, könnte man auch diese Straßen etwas belebter machen, dass zum Beispiel sich irgendwelche Feinde sich noch in den Läden irgendwelche Sachen holen oder irgendwelchen Diebstahl begehen oder vielleicht noch übrige Passanten oder Bürger aus den Häusern zerren, um sie weiter zu transmutieren. So eine Bewegung innerhalb dieser Open World, besonders in den Straßen, hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze einfach noch ein bisschen mehr Atmosphäre zaubert. Stattdessen sind die Straßen jetzt wirklich ziemlich leer. Es fahren Panzer durch die Gegend, es patrouillieren diese Feinde durch die Straßen. Aber letztendlich ist dieser Prozess der Übernahme dieser Stadt schon längst abgeschlossen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Prozess erst noch im Gange ist, beziehungsweise noch nicht vollständig vollzogen ist. Denn dann hat man ein deutlich belebteres Gefühl, die Atmosphäre verbessert sich deutlich, weil man eben eine gewisse Dringlichkeit verspürt, den Kampf weiterzuführen und vielleicht noch verbleibende Bürger zu retten, verbleibende Menschen irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und das geschieht teilweise durch die Drohnen, aber man bekommt hier von diesen Menschen, die man rettet, eigentlich so gut wie gar nichts mit. Das macht das ganze Geplänkel in der Open World relativ leer und emotionslos. Und ich finde, wenn man hier etwas einbauen kann, dass das Ganze noch in Action ist und in Bewegung ist, dann wirkt das Ganze schon wieder ganz anders. Denn ansonsten ist die Open World ja wirklich schön und sie verändert sich. Und wenn man oben auf einem Hausdach oder auf einem Wolkenkratzer steht, sieht das hervorragend aus, wie ich finde. Und an diesem Punkt muss ich auch noch mal anmerken, es gibt Videos mit über 1 Million Views schon, wo dieses Game mit den Arkham Games verglichen wird. Und da denke ich mir, haben sich die Leute noch nie bei Developers eingeklinkt oder zumindest mal zugehört, was sie über Spieleentwicklung erzählt haben. Wenn man ein Multiplayer-Spiel macht, muss das anders gemacht werden als bei einem Singleplayer-Spiel, weil eben viele verschiedene Leute zusammengewürfelt werden in einer gemeinsamen Open World. Hier sind andere Ansprüche, andere Sachen anzulegen bei der Spieleprogrammierung, bei der Spieleentwicklung. Man kann dieses Game nicht so gestalten wie ein Singleplayer-Game, weil es wahrscheinlich die Performance komplett in den Boden ziehen würde und das Spiel fast unspielbar wäre. Das heißt, diese Vergleiche, eine Singleplayer-Open-World mit einer Multiplayer-Open-World zu vergleichen, ist ziemlich, nicht ganz richtig. Es ist schön zu sehen, dass natürlich ein Batman Arkham damals vielleicht viel schöner und atmosphärischer aussah als jetzt Suicide Squad Killer Justice League. Aber wenn Batman Arkham damals ein Multiplayer-Game gewesen wäre, hätte auch Batman Arkham nicht so ausgesehen, wie es als Singleplayer-Game in der Open-World aussah. Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass man hier vielleicht, ja, wenn man es schon krass ausdrückt, Äpfel mit Birnen vergleicht gewissermaßen. Ich bin auch kein Profi in der Hinsicht, aber ich habe einigen Entwicklern schon ziemlich gut zugehört und ich kann es mir recht gut vorstellen, dass hier ganz, ganz andere Herausforderungen bestehen. Zumindest, weil ich halt auch mal Websites baue und auch darauf achten muss, wie die Ladezeiten zum Beispiel aussehen, ja. Und jetzt vielleicht fast abschließend vor meinem Fazit einfach noch kurz die Info an alle, die jetzt denken, ich verteidige das Spiel einfach nur auf Biegen und Brechen. Ich habe gerade eben auch negative Punkte genannt, die mir an diesem Spiel noch nicht gefallen. Und ich möchte natürlich auch kritisieren, dass ich denke, man hätte es anders machen können mit der Justice League. Wie das inszeniert wurde, wie das abgelaufen ist. Aber man hat es jetzt so gemacht, wie man es gemacht hat. Sie haben dieses Risiko auf sich genommen. Ich kann verstehen, warum sie es so gemacht haben, weil sie einfach den Suicide Squad Helden, sag ich mal, oder Anti-Helden einfach auch diese Tiefe geben wollten. Also diese Gleichgültigkeit vielleicht auch oder diesen Hass gegen manche von der Justice League. Und das wird natürlich vertieft durch manche Aktionen, die hier stattfinden während des Spiels. Ja, so gibt man natürlich auch diesem Suicide Squad mehr Tiefe, der Harley Quinn oder dem Boomerang mehr Tiefe, indem er das macht, was er halt macht oder gemacht hat in der Story, im Kampf zum Beispiel oder nach dem Kampf besser gesagt. Und daher kann ich es verstehen. Man hätte es anders machen können. Aber ich denke auch,
dass das Spiel ja noch nicht zu Ende ist. Es ist keine abgeschlossene Story wie ein Batman Arkham Game. Es hat Seasons, die Story geht weiter und wer weiß, vielleicht kann man sich hier noch auf einige Überraschungen gefasst machen. Deswegen würde ich diese Story noch nicht ganz abschreiben. Selbst wenn man ein unglaublicher Arkham-Fan und Batman-Fan ist, würde ich hier noch nicht die Flinte ins Korn werfen oder sofort mega upragen gegen das Game. Vielleicht haben sie das so eingebaut wie ein Tiefpunkt und danach, oha, kommt eine Überraschung. Dafür muss man dem Spiel allerdings Zeit geben. Und ich glaube nicht, oder ich bedauere es, dass das Spiel halt auch in einer Zeit herauskommt, wo man nichts mehr Zeit gibt, sich zu entwickeln und man gar nicht mehr Zeit geben darf, sich zu entwickeln, weil alleine, dass es ein Loot-Shooter-Life-Service-Game ist, darf es sich gar nicht mehr weiterentwickeln, weil es solche, sag ich mal, finde ich schon fast fanatischen Einstellungen gibt, die quasi auf Verbote aus sind. Und das sehen wir ja nicht nur im Gaming-Bereich. Verbote. Man will alles verbieten. Man will Meinungen verbieten. Man will verbieten, dass Leute irgendetwas sagen dürfen, sich irgendwie verhalten dürfen. Andersherum sollen aber Leute plötzlich alles machen dürfen. Ja, nur sagen darf man dagegen nichts mehr. Oder kritisieren darf man daran nichts mehr. Also diese Verbotskultur, die dringt oder ist natürlich auch in dieser Gaming-Welt vorhanden. Und deswegen hat das Spiel natürlich in dieser Hinsicht definitiv was verkackt, weil es vielleicht davon ausgegangen ist, dass es mehr Zeit hat. Oder dass die Leute mehr Geduld haben. Oder dass die Leute vielleicht erstmal abwarten, bevor sie sich eine Meinung bilden. Deswegen möchte ich in diesem Review auch betonen, dass das nur ein erstes Review von mir ist. Denn ich finde, ein Loot-Shooter-Game im Loot-Shooter-Genre, wo auf Grind ausgelegt ist, muss auch auf Langzeit getestet werden. Deshalb nach über 30 Stunden erstmal mein Vorabfazit hier dazu zu diesem Game. Aber es wird noch ein zweiter Teil erscheinen, nachdem ich dieses Spiel noch ausgiebiger gespielt habe. Und ich finde, das hat es in diesem Genre auch verdient, wie andere Spiele in diesem Genre eben auch. Und deshalb, Leute, seid mir nicht böse. Für mich ist das Spiel momentan eine 8 von 10. Ich habe überlegt, 7 von 10 oder 8 von 10. Ich habe allerdings jetzt auch schon ein bisschen ins Endgame reingespielt und ich hatte eine Riesenfreude dran und kann mir vorstellen, dass ich auch noch im Langzeittest eine Riesenfreude dran haben werde. Deswegen tendiere ich hier tatsächlich zu 8 von 10. Und wenn Sie die anderen Kritikpunkte zum Beispiel noch beheben, kann das durchaus sogar noch mal steigen. Was sie als Pläne bereits auf den Tisch gelegt haben, klingt für mich gut. Neue Charaktere klingt für mich richtig spaßig, weil sie die Charaktere eben auch so interessant machen im Gameplay durch die Steuerung, durch die Fortbewegung und so weiter. Und ich finde, das Spiel hat erstmal zum Release ein beachtliches Arsenal für ein Loot-Shooter-Game dabei. Die Endgame-Inhalte sind da, die Story war ganz interessant und nett, wenn auch doch relativ kurz, wie ich finde. Aber wenn man den Maßstab an anderen Loot-Shooter-Games anlegt, ist die Story durchaus sehr gut gelungen. Also von der Qualität her, vom Inhalt und wie sie durchgeführt wurde, kann man sich definitiv drüber streiten und kann man schlechte Laune haben, was mit der Justice League passiert ist. Aber wie gesagt, ich habe hier einfach den Vorbehalt, dass ich denke, dass das noch nicht das Ende war und dass es hier vielleicht zu einer Überraschung kommen könnte, wenn sich das Spiel jetzt weiterentwickelt. Ob es dann noch die Chance hat, in der Community oder bei einer breiteren Masse gut anzukommen, da bin ich mir momentan leider nicht sicher. Es werden alle Register gezogen aktuell, sei es auf YouTube oder sei es von verschiedenen Pressemagazinen, diesem Spiel permanent einen negativen Stempel aufzudrücken. Obwohl es bei PlayStation im Store sehr positive Bewertungen bekommen hat oder auch bei Steam von den Usern sehr positive Bewertungen bekommen hat, wird es kritisiert, dass es zu wenig Spieler hat. Das heißt, die eigene Suppe, die man da gekocht hat, nimmt man jetzt, um dem Spiel weiterhin einen negativen Stempel aufzudrücken. Man hat dem Spiel ja von vornherein, auch schon vor dem Release, bei einem Preview-Event oder auch schon über ein Jahr davor, ich cover das Spiel schon etwas länger, keine Chance gegeben. Man hat selbst bei den Gameplay-Videos dem Spiel schon keine Chance gegeben. Man wollte es nicht. Man wollte kein Suicide Squad Game. Man wollte das Live-Service-Loot-Shooter-Ding nicht. Man wollte Rocksteady, wie man Rocksteady von den Arkham-Teilen kannte. Und sie sollten sich gefälligst wieder darauf besinnen, Arkham-Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was das Spiel momentan hat. Die Spielerschaft bzw. die Zielgruppe hat sich an Rocksteady drangehangen.
Sie hat sich an Rocksteady drangehangen, wobei man Rocksteady eigentlich die Freiheit einräumen sollte. Fairerweise würde ich mal sagen, es ist eine Firma wie jede andere und diese Firma darf sich entscheiden, ein anderes Produkt für eine andere Zielgruppe herstellen zu dürfen. Aber dann diese Firma zu verurteilen, weil sie das tut, weil sie einfach ihre unternehmerische Freiheit heranzieht und sagt, wir möchten jetzt halt so ein Game machen. Aus welchen Gründen auch immer. Warner Brothers Games, Live-Service-Games sind im Trend, viel Geld verdienen, dies und das kann man ja alles unterstellen oder kann man ja alles sagen, dass das Beweggründe sind. Aber das ist doch noch kein Grund, dieses Spiel einfach komplett schon zu demolieren, nur weil Rocksteady nicht die Erwartung von der bisherigen Zielgruppe erfüllt. Rocksteady hat seine Games gemacht mit Batman Arkham und die Spieler hatten weitestgehend die meisten davon einen riesigen Spaß mit diesen Games. Wie dieses Game jetzt weitergeht, ist noch nicht in Stein gemeißelt, wir wissen es nicht, aber dieses Spiel scheint keine Chance mehr zu haben, vielleicht auch noch eine Kurve zu kriegen, auch storytechnisch, weil es jetzt einfach schon in den Staub getreten worden ist, weil die Community, die sich um Rocksteady drum gebildet hat und auch magnetisch mit Rocksteady mitzieht, quasi permanent Dauerfeuer gibt, dass sie dieses Game nicht wollen, bis Rocksteady quasi gezwungen ist, ein neues Arkham zu machen. Nur dabei vielleicht vergisst, dass Rocksteady vielleicht komplett zerstört werden könnte, finanziell, dass es überhaupt kein neues Arkham-Game von Rocksteady Games mehr gibt, sondern dann vielleicht von einem anderen Studio. Aber wenn man es so will und wenn man es drauf ankommen lassen möchte und wenn man dann natürlich erwartet, dass Spieleentwickler, die ihr Herz in auch dieses Game reingesteckt haben, dann sagen, nachdem die Zielgruppe unser Game, was wir hier 6 Jahre, 7 Jahre lang dran gearbeitet haben, kaputt geredet haben und unsere Artworks zum Beispiel, die wir mit Herzblut gemacht haben oder die Open World, die wir mit Herzblut designt haben, uns dermaßen angefeindet haben, ob die dann genau die gleichen Leute noch die große Lust haben, sich dem Spielerwillen zu beugen und dann mit weiterem Herzblut auch ein neues Arkham-Game machen. Ja, wenn man sich dann mal versucht, in diese Leute hineinzuversetzen, da muss man schon einen gewissen Hang haben, sich beschimpfen zu lassen, sich vielleicht teilweise auch schon beleidigen zu lassen und sich ganz, ganz nach unten treten zu lassen, um dann wieder wie ein, ich sag's mal schon fast Penner, ja, und eine herabgewürdigte Person wieder an die Spieleentwicklung zu begeben und dann zu sagen, ja, ich mache jetzt für diese Leute ein Spiel mit Herzblut, ja, die mich davor so fertig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das in der Community betrachtet und auf einer menschlichen Ebene betrachtet, sei es von Presse oder von Spielerschaft, eine gute Art ist, miteinander umzugehen. Und damit schließe ich heute erstmal mein Video, sage Danke an alle, die hier beim Kanal dabei sind und die dem Kanal die Treue gehalten haben, die Spaß an diesem Spiel haben oder einfach nur versuchen, positive Stimmung zu erzeugen und auch weiterzugeben, dass wir gemeinsam Spaß haben an diesem Spiel und uns das auch nicht von irgendwelchen Leuten, die hier eindringen, sag ich mal schon fast, und sagen, hey, ihr dürft das Spiel nicht genießen, das Spiel ist kompletter Scheiß, ja, dass wir weiterhin einfach den Spaß dran haben, weil wir Spaß dran haben und das auch dürfen. Danke euch allen dafür, danke euch für eure Positivität und dass ihr auch teilweise in den Kommentaren auch einfach ein bisschen verteidigt auf eine angemessene Art und Weise, weil die Anfeindungen, die ich bekomme, weil ich dieses Spiel gut finde, sind teilweise auch schon ein bisschen unter der Gürtellinie, was ich schade finde, aber so sind die Zeiten heute anscheinend und ich kriege nur einen Bruchteil davon ab, was Rocksteady Games gerade abbekommt. Deshalb in diesem Sinne mein erstes Fazit zu diesem Game. Langzeittest folgt dann in ein paar Wochen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß weiterhin. Und für Guides, Videos und Stream natürlich hier gerne dem Kanal folgen und auch auf Twitch vorbeischauen. Bis dahin, macht es gut und auf Wiedersehen.